gut, dann lass uns mal probieren. Wir brauchen uns eigentlich nichts vormachen. Es ist nicht immer nur roter Teppich. Ja? Das ist immer nur das Endergebnis, was man im Fernsehen sieht. Aber dass das wirklich harte Arbeit ist und dass es unsicher ist und dass es wirklich schwierig ist, fortlaufende Karriere zu haben. Also so in diese Richtung schrägstellen, sozusagen, dass das hier so ein, ja genau, so dagegen. Das will keiner wissen, was man für eine Not hatte oder hat. Das soll keiner wissen. Man muss nach außen, sollte man immer so tun, als würde es einem echt bombig gehen und als wäre eigentlich alles supi. Also die Abhängigkeit empfinde ich als tatsächlich sehr, sehr nervig. Man ist immer in so einer Warteposition und das lähmt. Für viele ist es der Traumberuf, Schauspieler. Sie stehen im Rampenlicht, gelten als schön, erfolgreich, berühmt. Die Schattenseiten dieser schillernden Zunft bleiben meist im Verborgenen. So, damit man auch mal in Feierlaune kommt, ne? Christian Karmann hat einen Grund zum Feiern. Er betreibt seit einem Jahr ein Café. Der Schauspieler will sich finanziell ein zweites Standbein aufbauen. Denn die Auftragslage ist für den ehemaligen Kinderstar ungewiss. Heute aufs Haus. Aufs Einjährige, genau. Eben habe ich Sie da stehen sehen, da sage ich zu meiner Freundin. Guck mal, das ist doch Herr Christian Karmann. Ja. Ja. Wann haben Sie mit der Lindenstraße angefangen? 1985. Ja. Da war ich 13. Ah ja, ich hätte jetzt mit 10 geschätzt. Ja, 13, nee. Ja. Cool. Ja. 13. Zufällig wird Christian Karmann für die Fernsehserie Lindenstraße entdeckt. Sieben Jahre spielt er erfolgreich die Rolle des Benny Beimer. Lindenstraße war ja mein erstes durchgängiges Engagement. Und da musste ich halt professionell funktionieren und halt erst mal durchgehend eine Rolle spielen. Und dann halt auch über letztendlich über eine Dauer von 8 Jahren. Ich habe ja gesagt, dass ich das Geld für meine Schule besser sparen. Dann ist auf einmal Schule zu Ende. Und dann muss ich sagen, weil ich schon immer einen Beruf hatte, habe ich mir gar nicht überlegen müssen, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich aber den Instinkt gehabt, ich will das richtig professionell machen, mich nicht nur auf diese eine Rolle reduzieren lassen. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und dann bin ich auf nach New York. Weit ab von der deutschen Öffentlichkeit will der Kölner das Schauspielhandwerk nun richtig lernen. So, alles wird hier jetzt umfunktioniert zum Spiegel. Großartig. Haare offen? Ja. Das waren noch Zeiten, als ganz viele Maskenbilder drumherum standen, ne? Shooting für ihr aktuelles Demomaterial. Dafür braucht Christine Meyer attraktive Fotos. Ihren Beruf lernte die Schauspielerin an der Theaterhochschule Leipzig und stand danach auf der Bühne. 2007 wurde sie dann für die RTL-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten fest engagiert. Also, vielen Dank, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Du hast uns echt geholfen mit Oscar und so. Wenn man von einer Schule, von einer Schauspielschule kommt, dann geht man davon aus, dass man mindestens Kino macht. Mindestens. Oder eben Theater. Aber dass man jetzt bei einem täglichen Format arbeitet, das wissen viele nicht zu schätzen. Aber das Tolle an einer Soap ist, du siehst innerhalb von kürzester Zeit, was du gemacht hast. Also ich habe da unglaublich viel gelernt und ich bin dieser Zeit bei GZSZ sehr, sehr dankbar. Dennoch, in ihrer Rolle der Iris Köster sieht Christine Meyer kein Entwicklungspotenzial und entscheidet sich, auszusteigen. Den Verlust der regelmäßigen Beschäftigung realisiert sie Monate später. Und da saß ich dann ihr so, ja gut, jetzt sitze ich hier, was mache ich denn jetzt? Da ist kein Job, da kommt keine Anfrage und gar nichts. Es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die man dann bemerkt, während ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Arzttermin gemacht habe und dann heißt es ja, wann können Sie denn normalerweise, vormittags oder nachmittags? Und ich sehe dann auf in meinem Kalender, da steht eh nichts. Dann sage ich, ja sagen Sie mal, ich habe so unterschiedliche Arbeitszeiten, ich weiß gar nicht. Und dann sagt sie mir irgendwas und dann habe ich manchmal auch pro forma gesagt, nee, da kann ich nicht. Totaler Blödsinn, ich konnte da. Ja, aber das heißt, dann ist ein Teil meiner Identität durch den Weggang aus der Serie flöten gegangen. Und diesen Teil der Identität musste ich wieder neu definieren. Für eine größere Rolle stand Nina Petri vor einem halben Jahr das letzte Mal vor der Kamera. Für die gestandene Schauspielerin sind Rollenangebote keine Selbstverständlichkeit mehr.
Auch deshalb hat sie an einem eigenen Solo-Programm gearbeitet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es gibt auch so einen Widerhaken dabei, weil das Klischee der singenden Schauspielerin, ne? Und vor allen Dingen eben ab 40 fängt das dann an, dass sie alle anfangen zu singen. Nun ja, jetzt ist es aber zu spät, jetzt muss ich mich auch da einreihen. Und Gesang ist also in dem Sinne auch erstmal für mich noch eine weitere Möglichkeit, mein schauspielerisches Spektrum auszuloten. Also, weil ich ganz sicherlich keine der großartigsten Sängerinnen aller Zeiten bin oder sowas. Da gibt es welche, die sind viel besser, aber darum geht es mir auch in erster Linie nicht. Und das gerne. Hätte ich gerne auch nochmal hier ins Buch. So hier einfach auch nochmal? Ja, so. Weiter präsent sein. Dabei haben sie die Fans nicht vergessen. Und es tut mir richtig leid, dass ich heute Abend leider, weil ich Wachmann bin und heute noch zum Lockport muss, dass ich heute Abend nicht zu der Veranstaltung kommen kann. Denn ich hätte sie gerne auch mal gesanglich gehört. Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass es in der letzten Zeit viel weniger im Fernsehen zu sehen ist. Schmidt? Ich. Es tut mir leid, mein Name ist Dieter Pohlmann. Wie heißen Sie? Vor 20 Jahren war das anders. Mit ihrer Rolle in dem Kinofilm Die tödliche Maria erregte Nina Petri Aufsehen. Dafür erhält sie 1994 sogar den Bayerischen Filmpreis. Die Kritiker sind sich einig und bescheinigen der 30-Jährigen eine große Karriere. Mit dem Durchbruch ist das so eine Sache. Also nach der tödlichen Maria habe ich 5 Jahre keinen Kinofilm mehr gedreht. Man würde es gar nicht meinen, aber in der Branche können die Leute irgendwie das nicht abstrahieren, dass dahinter eine moderne, junge Frau steckt, die nicht so ist wie die tödliche Maria. Die Angebote danach sind überschaubar. Nina Petri nimmt alle Rollen an, die sie bekommen kann. Mittlerweile ist sie alleinerziehende Mutter von Zwillingen und ihre finanzielle Situation ist sehr schwierig. Sie sucht Hilfe beim Sozialamt. Und da wurde ich auch behandelt vom Amt wie so ein: Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ach, und dann noch mit 2 Kindern. Naja, wenn das nicht mal asozial ist, gleich schon. Wie alle Film- und Fernsehschauspieler arbeitet Nina Petri auf Lohnsteuerkarte und zahlt in die Arbeitslosenversicherung ein. Doch die unregelmäßigen Drehtage reichen nie aus, um überhaupt einen Anspruch zu erwerben. Also ich musste ganz schnell wieder arbeiten und dann ging das so weiter. Und das war immer mal wieder so, also dass die Situation so war, dass ich dachte, ich muss jetzt eigentlich mal bei meinen Kindern bleiben. Geld verdienen müssen, beruflich präsent bleiben und liebevolle Mutter sein. Diese Zerrissenheit begleitet Nina Petri auch in den nächsten Jahren. Für die neue ZDF-Serie Held ist Christian Karmann 3 Tage gebucht. Er spielt einen Wachmann, der in einen Mord verwickelt ist. Seit Anfang des Jahres stand er bisher 20 Tage vor der Kamera. Das ist guter Durchschnitt. Die typische Frage ist ja immer: Und was machst du gerade? Ne? So, es gibt auch völlig legitim zu sagen: Ich mache halt gerade nichts. Ja, ich habe im Moment nichts. Weil das halt jeder kennt. Ne? Und es gibt natürlich die Leute, die dann immer sagen: Ja, ich lese da gerade so ein paar Drehbücher und ich schreibe jetzt auch ein eigenes Projekt und so. Ich bin da selber an einem Film dran und so. Ich schreibe mein eigenes Drehbuch und so. Ja, es gibt viele Leute, die meinen halt, das wäre irgendwas, wofür man sich schämen müsste, wenn es auch gerade mal nicht läuft. Eine durchschnittliche Tagesgage liegt bei 800 bis 1500 Euro. Bei wenigen Drehtagen im Jahr relativiert sich die Summe. Mit einem Abschluss als Schauspieler kam Christian Karmann 1998 zurück. 1,90 Meter groß und gut aussehend. Trotzdem muss er Klinken putzen. Sein Bekanntheitsgrad aus der Lindenstraße hilft, doch sein Image hat sich verändert. Im Kultfilm Bang Boom Bang spielt er einen zotigen Ruhrpott-Lümmel. Und das ist der Film, der mich am nachhaltigsten verfolgt. Und ich treffe dauernd Leute: Ey, Alter, Bang Boom Bang ist der geilste Film und so. Und die das halt abfeiern. Und also schon toll, da dabei gewesen zu sein. Mal Macho, mal smarter Liebhaber. Christian Karmann ist mittlerweile unterschiedlich einsetzbar. Ich verwechsel dich und dir. Dann halt doch einfach den Mund.
Doch die Aufträge sind nicht kontinuierlich und selbstverständlich. Inzwischen ist der Schauspieler verheiratet und hat Verantwortung für zwei Kinder. Trotz seiner Leidenschaft für seinen Beruf will er eine zweite Einnahmequelle finden. Jetzt habe ich Familie, jetzt bin ich an Berlin gebunden und muss natürlich gucken, wie wir unser Unterhalt verdienen. Und ich kann jetzt natürlich nicht mehr so in der Gegend rumeiern, ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nach ihrem Einsatz bei der Serie bekommt Christine Meyer kleinere und mittlere Rollen. Doch sie erlebt auch immer wieder Durststrecken. Trotzdem will sie für jedes Angebot gerüstet sein. Natürlich, in dem Beruf muss man auch eine gewisse Fitness, finde ich, mitbringen. Es sei denn, man ist so ein Typ, vielleicht so ein dicker Typ oder sowas. Das ist vielleicht eine andere Nummer, aber bei mir, ich bin so etabliert, ich will eigentlich auch so bleiben. Die Konkurrenz für Frauenrollen Mitte 30 ist groß. Talent und Attraktivität können deshalb von Vorteil sein. Doch oft reicht das nicht. Gute Kontakte in der Branche sind vorteilhaft. Man muss eben gucken, dass man Netzwerke betreibt, dass man immer präsent ist, dass man immer dieses Wabonspiel macht zwischen, mache ich zu viel, mache ich zu wenig, bin ich jetzt zu aktiv mit einem oder zu nach vorne preschend in Bezug auf einen Caster oder auch auf mehrere Caster oder zu wenig. Das ist immer so ein Abwägen. Hallo? Ihre größte Rolle in den letzten Jahren. In der Soko 5113 spielt sie eine Lehrerin. Hallo? Die zur Mörderin wird. Ihre unterschiedlichen Fernsehauftritte sammelt Christine Meyer akribisch, um auf Anfragen immer sofort reagieren zu können. Ich gehe super vorbereitet in ein Casting. Ich mache meine Fotos so gut, wie ich nur kann. Ich habe meine Vita immer aktuell. Ich habe immer ein frisch geschnittenes Band. Ich habe das immer. Sich als Promi in Erinnerung bringen. Dazu gehören große Events. Heute lädt ein Mobilfunkunternehmen anlässlich der internationalen Funkausstellung ein. Ich arbeite mit jemandem zusammen, der mir einfach Einladungen verschafft. Das heißt, der kriegt einen Obolus, einen monatlichen, und dann macht er das hoffentlich. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem. Und je länger man in Anführungszeichen weg vom Fenster ist oder je weniger man verknüpft mit einer Serie ist oder mit einem Film oder mit einem Projekt, desto weniger wird man natürlich auf Dauer eingeladen. Das ist so ein bisschen, Klappern gehört zum Handwerk. Das ist das, was wir heute Abend oder was ich heute Abend mache und was auch ganz viele andere heute Abend auch machen. Tschüss. Immer ein bisschen praktischer, wenn man nicht die hohen Schuhe von Anfang an anhat. So, lalala. Ich tue so, als ob ich total normal das hier gerade mache. So. So. Okay. Schaulaufen auf dem roten Teppich. Eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal den Blitzlichtern der Fotografen und der Boulevardpresse zu zeigen. Die Regeln sind bekannt. Wer hier Kontakte knüpfen und Spaß haben will, muss Smalltalk sicher sein. Zum Glück mag ich es gerne, auch einfach drauf loszuquatschen. Es gibt dadurch unglaublich lustige Begegnungen auch, dass man sich also auch wirklich ausgemachten Smalltalk miteinander macht, mit dem Wissen, es ist totaler Smalltalk, und so ein bisschen anfängt, kreativ darin zu werden. Das macht dann auch Spaß. Auch Christian Karmann steht auf der Gästeliste. Privat im Gespräch mit Model Franziska Knuppe. Den beruflichen Vorteil solcher Veranstaltungen sieht er nüchtern. Diese Events sind relativ nett, so Hallo, Kennenlernen und so weiter. Aber wenn man hier hingeht und man erwartet hier ein Resultat daraus, kannst du auch zu Hause bleiben. Die Chance, bei großen Events Kontakte zu knüpfen, diesen Weg geht Nina Petri längst nicht mehr. Stattdessen trifft sie ihren Bruder in Berlin. Sie wollen eine Lesung auf die Bühne bringen. Ihr jüngerer Bruder hat ebenfalls Schauspiel studiert und hangelt sich seit Jahren von Engagement zu Engagement. Unsere Wege haben sich ja extrem unterschiedlich entwickelt. Also ich habe ja tatsächlich sehr erfolgreich gearbeitet und würde mal sagen, also ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist alles schon vorbei, so ist es ja nicht. Ne? Aber mein Bruder, den ich nicht nur sehr liebe, sondern den ich auch als Schauspieler wirklich total schätze und ich auch sehe, in welcher Not er manchmal ist, also wirklich finanzielle Not und gar nicht mehr weiß, wie es gehen soll und so. Also das ist echt super heftig zu sehen. Ich muss aber auch sagen, also ich bin jetzt gar nicht grundsätzlich unglücklich und deprimiert über meine Situation. Also ich auf einem ganz anderen Niveau plätschere ich so dahin und also ich brauche nicht viel, um trotzdem dann noch meine Kunst zu machen.
Schauspieler aus Berufung ohne Kompromisse. Das bedeutet oft ein Leben am Existenzminimum. Heute proben sie Texte eines russischen Schriftstellers. Auch wenn Nina Petri immer wieder in Rollen zu sehen ist, erlebt sie ihren Beruf ständig als Wechselbad der Gefühle. Ich habe für mich persönlich sehr früh beschlossen, dass ich mich unabhängig von meinem Beruf auf die Suche nach mir selbst mache oder versuche, mein Leben, mein persönliches Leben zu kreieren. Ich habe mich dadurch auch retten können, denn ich habe mir ein Umfeld geschaffen, also mit Freunden und mit Menschen, die mich wirklich lieben, wo ich immer eine Rückmeldung kriegte, die zum Glück ganz anders war. Zum Beispiel trinke ein. Mit dem Rückhalt ihrer Freunde und Familie kann sich Nina Petri von verletzenden Urteilen der Branche freimachen. Zusätzlich setzt sie auf ihr Talent als Hörbuchsprecherin. Die letzten Worte Anton Tschechows vor seinem Tode, wie lauten die? Erinnern Sie sich? Er sagte, ich sterbe. Das heißt, ich sterbe. Als ich zweite und dritte Standbeine auftaten mit Hörbüchern machen und Lesungen machen, das war im Grunde auch meine Rettung. Also dadurch bin ich immer unabhängiger vom Drehen geworden. So. Unabhängig will auch Christian Karmann sein. Deshalb hat er sich selbstständig gemacht und ein Café eröffnet. Zweimal in der Woche ist er nun im Großmarkt unterwegs. Die größte Herausforderung als Unternehmer ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Und gerade wenn man Quereinsteiger ist, so wie ich, durch Learning by Doing herauszufinden, wie das alles funktioniert. Normalerweise rechnet man immer, dass Läden 3 Jahre brauchen, um wirklich sich zu etablieren und anzulaufen. Man muss da schon sehr starke Nerven haben. Karmann's Own. Das Risiko der Selbstständigkeit, das heißt Druck und mehr Verantwortung. Dafür aber ist er auch sein eigener Chef. Als Schauspieler bist du immer abhängig von anderen Leuten. Ob denen deine Nase passt für die Rolle, ob die dich wollen und so weiter. Da hat man relativ wenig Gestaltungsfreiheit. In seinem Café im Prenzlauer Berg kann Christian Karmann selbst kreativ sein und ein zweites finanzielles Standbein aufbauen. Dafür hat er einen 10-Stunden-Tag, steht selbst hinterm Tresen, koordiniert Dienstpläne, Einkäufe, plant kleine Events. Brötchen! Ah, das ist ja eine Überraschung. Manchmal kommen prominente Kollegen zu Besuch. Tatortkommissar Axel Prahl wohnt gleich um die Ecke. Ja, hat's verlaufen? Ja. Kann ich dir was anbieten, mein Lieber? Ja, sehr gerne. Hast du einen schwarzen Kaffee? Ja, klar. Man darf halt nicht da, glaube ich, irgendwie so neidisch sein oder sowas. Ja, natürlich ist das, jeder kann sich glücklich schätzen, der eine so eine tolle durchgehende Rolle inne hat oder der Tatortkommissar ist oder der einen erfolgreichen Filmschauspieler ist oder so. Aber man muss sich, glaube ich, auf seine eigenen Erfolge konzentrieren und auf sein eigenes Weiterkommen, weil das ist verschwendete Energie. Ja. Was macht denn die Nase eigentlich? Ja, die Nase ist wieder in Ordnung. Beide verbindet ein folgenschwerer Faustschlag. Die peinliche Geschichte. Ja, erzähl doch. Ja. Ich krieg irgendwie einen Stuhl über den Dates. Und stehe aber wieder auf und da steht halt Thiel vor mir und sieht meinen Kopf und soll halt mir einen geben. Ja, und Axel hat dann irgendwie vergessen, dass das irgendwie vorher abzubremsen ist, ja. Du hast einen Schritt nach vorne. Ja, klar. Es hat ja 7 oder 8 Mal bestens funktioniert in der Probe. Auf jeden Fall und, macht es auch immer krock. Ja, auf jeden Fall. Da war die Nase durch. Die Erinnerung an amüsante Erlebnisse. Doch das ist nur die eine Seite. Jeder denkt halt, wir schwimmen im Geld und wir fliegen, sitzen nur im Flugzeug und werden gepampert den ganzen Tag. Weil man natürlich durch Gala, Bunte immer nur sieht, was das Endresultat ist. Ne? Und das ist wirklich knallharte Arbeit und das ist eigentlich nur ein Glamour-Job nach außen hin. Nicht damit. Okay. Eine taffe Konzernbesitzerin mit Ehemann, 2 Kindern und viel Geld. Eine Rolle für Nina Petri in einem ZDF-Zweiteiler. Voilà.
Nein, du. Du hast nicht wirklich eine Segeljacht gekauft. Doch, hab ich. Ihr Privatleben sieht ganz anders aus. Die Sorgen und Nöte als alleinerziehende Mutter sind all die Jahre geblieben. Die Zwillinge sind mittlerweile 19 Jahre alt. Tochter Moema kommt gerade aus China von einem Praktikum zurück. Tochter Papola studiert in Schottland Psychologie. Ich werde natürlich öfter mal gefragt, mein Gott, Zwillinge, und dann, wie hast du denn das gemacht? Und ganz ehrlich, also, ich weiß es manchmal selber nicht mehr. Das ist natürlich super pervers, aber man könnte fast sagen, hätte ich das gewusst, was das eigentlich bedeutet, dann hätte ich vielleicht gesagt, nee, kannst keine Kinder kriegen. Absoluter Wahnsinn. Zum Glück bin ich ein unvernünftiger Mensch und habe einfach, bin an meinen Gefühlen gefolgt und der Liebe damals. Und dann sind diese wunderbaren Kinder dabei rausgekommen. Aber in Wirklichkeit ist es so ein wirklich Kamikaze. Und ich glaube auch, dass das zu Zeiten manchmal wirklich auch hart war, auch für euch wiederum, weil ich das nicht immer verbergen konnte, dass ich Angst hatte, wie es weitergeht, ne? Wir haben nichts für selbstverständlich genommen und haben uns über jedes kleine bisschen dann gefreut. Und ja, also stolz auf unsere Mama sind wir auf jeden Fall. Seit über 25 Jahren behauptet sich Nina Petri trotz aller Krisen in ihrem Beruf. Ich suche ein Abendkleid. Okay. Und zwar brauche ich das für einen Bühnenauftritt. Also, ja, das sollte glamourös sein, irgendwie, aber auch klassisch. Mit ihrem Soloprogramm will sie noch andere Talente ausprobieren und setzt sich damit auch wieder dem Urteil der Kritiker und der Konkurrenz aus. Älter werden und der ständige Druck, attraktiv zu sein, für Schauspielerinnen ein immer präsentes Thema. Natürlich, in den dunkelsten Stunden stehst du dann wirklich vorm Spiegel und schaust dir in jede Pore und denkst, was ist es denn? Ist es die Nase? Bin ich denn wirklich so hässlich? Oder sind es die roten Haare? Und dann gibt es, dann spinnt man rum die Theorien, was es sein könnte, warum es jetzt nicht so flutscht wie bei der Kollegin oder überhaupt, ne? Es ist, und da muss man, also sich selber auch mal wieder einen Stopp zu rufen, oder habe ich auch gemacht, um darin nicht zu versinken, weil das macht einen sonst nur fertig. So, jetzt einmal hier vor den großen Spiegel. Wow. Auch wenn das jetzt selbstbewusst klingt, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Es gilt auch zum Beispiel in unserer Branche als absolut unattraktiv. Also, attraktiver ist es, wenn man immer gut beschäftigt ist und wenn eigentlich alles supi ist. Denn nur der Glamour zählt, den auch Schauspieler gern verkaufen, wofür sie vom Publikum geliebt werden. Zwei Seiten einer Medaille. Auch Profi Nina Petri will bei ihrem Soloabend diesen Glanz versprühen. Ja, ich bin da ganz klassisch altmodisch. Also ich finde, da muss man glänzen und da muss man einfach auch toll aussehen. Und weil die Lieder, die ich singen werde, das sind ja so alte Jazz-Standards. Und da gehört einfach auch so ein glamouröses Kleid dazu. So, das letzte. Oh mein Gott, was mache ich? Ich nehme sie alle drei. Ja, aber ich habe nur einen Auftritt. Der letzte Drehtag liegt Monate zurück. Diese unfreiwilligen Ruhephasen begreift Christine Meyer mittlerweile auch als Chance, Freiräume sinnvoll nutzen zu können. Da sie sich schon immer für Ernährung interessiert, hat die Schauspielerin gerade eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin beendet. Ich persönlich empfinde es als Bereicherung, dass ich noch was ganz anderes hinzugenommen habe, zumal es auch was sehr Reelles ist. Also es ist eben nicht dieses Abhängigkeit von, und man muss gucken, dass man in irgendeiner Art und Weise mit Produzenten so in Kontakt kommt, dass man überhaupt einen Job kriegt oder sowas, sondern man kann es einfach selber machen. Das heißt, man kann investieren, arbeiten und dann so. Und wie oft essen Sie ungefähr Fleisch? Also Fisch dreimal die Woche mindestens. Ja. Und ihr neues Betätigungsfeld läuft langsam an. Noch berät Christine Meyer zu Hause und baut sich allmählich ihren Kundenstamm auf. Vielleicht ist es bald auch eine neue Einkommensquelle, auf keinen Fall aber eine Absage an ihren Beruf. Ich werde immer weiter meine Bewerbungssachen so gut haben, dass ich immer besetzt werden kann und immer aktuell bin. Ich werde mich weiter um mich so kümmern, dass ich immer für mich so bin, dass ich vor die Kamera gehen kann. Ich würde auch, wenn mir jetzt jemand sagt, werd doch mal richtig dick, für das und das und das, würde ich das auch machen. Und dann kommt wieder ein Rollenangebot nach 6 Monaten.
Christine Meyer spielt die Managerin einer Rockabilly-Band. Ein kleiner, aber schriller Auftritt, der im nächsten Jahr auf der Leinwand zu sehen sein wird. Ich glaube tatsächlich, genauso wie in vielen anderen Berufen, es gibt nicht mehr diese durchgängige Biografie, sondern heutzutage ist es so, dass man so eine kleine Patchwork-Biografie hat und damit, denke ich, gut fahren kann. Aber es bleibt natürlich dabei, man muss relativ flexibel sein, sowohl körperlich als auch im Kopf, um das dann auch gut bewältigen zu können. Dann sind wir soweit. Komm zu mir bitte. Christine Meyer ist hier für einen Tag gebucht. In zwei Wochen steht sie dann beim Tatort aus Konstanz vor der Kamera. Das erste Jahr ist geschafft. Auch wenn er von seinen Einnahmen noch nicht leben kann, ist Christian Karmann als gastronomischer Quereinsteiger auf einem guten Weg. 50% Schauspieler, 50% Kaffeebetreiber. So sieht er sich selbst. Immer an seiner Seite Sandhya, seine Frau. Ohne meine Frau hätte ich das ja gar nicht so gut hingekriegt, wenn sie mich so unterstützt hat. Ja, stimmt. Ich habe ihn immer sehr, sehr bestärkt, das noch zu machen, weil ich ja auch gesehen habe, dass er einfach unglücklich ist. Ja? Also, dass ihm einfach so was fehlt, wo er einfach sagt, ich gehe da jeden Tag hin, wenn ich jetzt nichts zu drehen habe. Und ich möchte auch einfach so dieses, ein ausgefülltes Arbeitsleben haben. Und ich wollte auch einfach, dass er wieder wirklich glücklich ist. Und dann habe ich immer gesagt, mach das unbedingt. Es ist einfach alles wahnsinnig viel und sehr super anstrengend. Also, es ist ein riesen Kraftakt, der mich auch wirklich sehr, sehr ausgezehrt hat in den ersten Monaten. Und ja, das kann man halt auch nur schaffen, wenn man eine tolle Familie hat. Hm? Kein Auftritt für Millionen Fernsehzuschauer. Aber mit ihrem Soloprogramm in Duisburg stellt sich Nina Petri live ihrem Publikum. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass es eben meins ist. Es ist mein Baby. Das sind Dinge, die ich bestimme, wozu ich Lust habe, mit den Leuten, mit denen ich das gerne mache. Also das ist ein ganz anderes, das gibt mir ein ganz anderes Gefühl für meine Arbeit und erfüllt mich sehr, sehr doll. Looking down on empty streets, all she can see. Trotz Krisen an sich glauben und selbstbewusst bleiben. Nina Petri ist eben Schauspielerin aus Leidenschaft. Wenn ich so zurückschaue, dann bin ich sehr froh, dass ich genau das geworden bin, was ich immer werden wollte, nämlich Schauspielerin. Ich habe damit auch Erfolg gehabt und ich habe davon leben können. Da bin ich schon ganz schön glücklich drüber. Wer kann das schon von sich sagen? Looking for mercy, 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 looking for mercy.